Der Grundgedanke ist eigentlich, dass in einer Gesellschaft, die immer zerrissener wirkt und wo die Frage nach gesellschaftlichem Zusammenhalt ja immer virulenter wird, dass da die Menschenrechte sich eigentlich hervorragend eignen als Konsens, als Wertekonsens, auf dem man aufbauen kann und vielleicht auch als Rahmen, innerhalb dessen man so Konflikte, Auseinandersetzungen austragen kann. Und analog sehe ich jetzt eigentlich die Chance an den Schulen darin, dass man sich an den Schulen, wo auch die Vielfalt, die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler immer größer wird, an den Kinderrechten orientiert, auch als normative Basis und wie gesagt auch als Rahmen, wo man innerhalb der Schule dann aushandeln kann, welche Regeln gelten sollen. Da haben Sie schon recht, da muss man aufpassen, denke ich, denn man neigt manchmal dazu, den Schulen all das aufzutragen als Aufgabe, was in der Gesellschaft versäumt worden ist. Und wenn in der Sozialpolitik oder in der Migrationspolitik da vieles schiefgelaufen ist, dann kann man natürlich nicht die Schulen immer als Reparaturbetriebe da heranziehen. Also das ist so eine gewisse Gefahr dabei. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass die Schulen auch eine besondere Chance darin haben, dass sie nicht nur der Spiegel der Gesellschaft sind, sondern dass da auch neue Perspektiven für die Gesellschaft entwickelt werden können und dass da vieles gelernt werden kann, was für eine bessere Gesellschaft später mal wichtig ist. Und deswegen meine ich schon, dass diese Orientierung an den Menschenrechten, die Menschenrechtsbildung eine Chance für Schule ist. Im Übrigen zeigen auch Untersuchungen, dass es eine ganz große Überschneidung gibt zwischen reformpädagogischen Zielen und Bestrebungen, wo die Reformpädagogen ja schon immer mehr Selbstbestimmung, Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen eingefordert haben. Also reformpädagogischer Bereich und menschenrechtliche Forderungen nach mehr Selbstbestimmung und Mitbestimmung, da gibt es eine Überlappung, sodass man eigentlich sagen kann, gute Schulen sind menschengerechte Schulen und von daher auch Schulen, die sich an den Menschenrechten, an den Kinderrechten orientieren. Naja, zum einen gibt es ja das Recht auf Religionsfreiheit. Also das wäre Artikel 14 der UN-Kinderrechtskonvention. Und auf der anderen Seite gibt es auch das Recht auf Bildung, also Artikel 28 und 29 der Kinderrechtskonvention. Und wenn man die beiden zusammen sieht, dann ist man eigentlich relativ schnell bei religiöser Bildung. Also Kinder und Jugendliche brauchen eigentlich, um ihr Recht auf Religionsfreiheit mündig wahrnehmen zu können, religiöse Bildung. Die müssen überhaupt mal wissen, dass es andere Religionen gibt und was in anderen Religionen wichtig ist und in anderen nicht religiösen Weltanschauungen. Und vielleicht müssen sie aber auch lernen oder Unterstützung dabei bekommen, ihre eigene Religion besser zu verstehen. Und erst dann können sie eigentlich ein informiertes, ein gebildetes Urteil sich machen, welcher Religion sie angehören wollen, ob sie ihrer eigenen weiterhin angehören wollen. Also diese Mündigkeit im religiösen Bereich zu fördern, das ist auch eine genuine Aufgabe von Schulen. Und die lässt sich auch wieder besser erfüllen, wenn man die Orientierung an den Grundrechten, an den Menschenrechten, Kinderrechten ernst nimmt.